Das ist der Diebesli Bunner, Ortsarchivar vom Ortsarchiv Krebs. Er hat uns sein Reich gezeigt und er denkt, er könne uns so ein bisschen dies und jenes zeigen. Aber Ruhaletz, wir haben ihn gerade befragt. Ein interessanter Mann, der Diebesli Bunner. Ja, Diebes, hä? Also ich kenne dich eigentlich nur gerade als Schreiner, als Hauswart. Also Schreiner bin ich nie gewesen. Nicht? Säger. Hoi, Säger. Dann waren deine Söhne dann Schreiner gewesen, gell? Ja, drei ist Zimmermann, drei Säger, ja. Und du bist Säger gewesen? Ja, unter anderem. Was heisst du unter anderem? Ja, ich habe halt viel gemacht. Burnet und Gelblöret selber. Und, aha. Und eben nachher bin ich der Säger gsi beim Bruder, weißt du, bist ja der Bruder, der hat das Ganze. Genau, ja. Und dann nachher hatte ich ja selber einen Laden gehabt. Ja. Limag. Genau, den gibt es heute noch, gell? Ja. Und den haben dann der Zügeri gekauft. Genau. Und dann nachher bin ich noch ein paar Jahre, sechs Jahre noch Abwart gsi. Genau, und natürlich Ortspräsident auch noch. 20 Jahre alt, ja. Und jetzt hockst du hier im Luftschutzkeller, ja, ne? Ja, schon. Jetzt bin ich schon 17 Jahre wieder weg dort. Aha, also. Ja. Die Stiftung gibt es seit dem 25. März, gell, 2010, gell? Glaub. Die Stiftung Ortsarchiv, oder? Ja. Warum hat man denn die gegründet? Also da ist eigentlich hier. Die Geschichte von dem Archiv ist viel älter. Die aha. Ist sicher 15 Jahre. Da hat die politisch mein ihres Archiv aufschaffen lassen, von der Firma Eberli in Batzenheide. Das ist so ein Spezialist. Und dann bin ich mit dem hier und da zusammengekommen, auch wegen äußerer Sache, weil ich gewusst habe, was uralte Urkunden sind von uns. Überall herum, beim Präsidenten von der Bürger von dieser alten Korporation, von den Steuern. Dann hat es im Archiv von der politischen Gemeinde hat es im Harras hin. Im Harras? Ja, dieser alten Urkunde kam. Und dann hat der Eberli gesagt, Gott, wie, was haben wir da alles um, wo man sollte. Und dann habe ich dann angefangen, abklären, wie man das macht. Weißt du, das waren zwei Kooperationen, wo man nicht einfach darüber bestimmen konnte. Genau, und Ortsgemeinde ja. Auch. Ja, ja. Es waren dann auch die drei zuerst. Dann musst du schon einen Takt vorgehen. Ja, dort, wir haben mehrere Besprechungen gebraucht. Und dann hat man dann eben im 2010 hat man dann können einmal, ja, sind wir uns dann einig, dass man eine Stiftung gründet. Und die Stiftung heisst Stiftung Ortsarchiv Grabs. Neben dem Rathaus, so, gell? Wie heisst Sporengasse 7, gell? Sporengasse, ja. Sporengasse, ja. Im Keller und nicht im Luftschutzkeller. Im Luftschutzraum. Ja, ja. Gut klimatisiert, 20 Grad, befeuchtet, entfeuchtet, voll professionell. Ja, so ist es, ja. Ja, so ist wichtig. Ja. Ja. Also die Zeiten vom Harras, die sind vorbei. Ja, eindeutig. Ja, dann haben wir nachher für die ganz alten Dokument haben wir dann auch die Firma Eberli müssen haben. Und der hat dann das professionell aufgeschafft und in archivgerechte Schachteln, weißt, säurefest. Und dann haben wir das so aufgenommen. Dann aber einen grossen Teil davon, ja, ein paar Tausend haben wir dann selber nachher gemacht. Mit ihm zusammen, mit Begleitung halt dann wieder. Also was, ein paar Tausend selber dann? Akten. Akten, ja. Also fast und wo war das andere? Also das, was nicht in den HRS war? Bei der Ortsmeister, der Altteil vom Ortsarchiv haben wir, oder Ortsgemeinarchiv haben wir alles so daher genommen. Ja. Und dann haben wir ja dann wollen, oder mir ist von erst an angeschwebt, dass man alle alten Dokumente von der Gemeinde, Schulgemeinde, politische Gemeinde, Kirchgemeinde, jetzt haben wir alles da. Ja. Dazugekommen ist jetzt eben vom Kulturarchiv, weißt du, vom Werdenberg. Genau, da ja. Da ist jetzt alles so da. Tanne Rauber, gell? Ja, ist es? Ja, ja. Ja, genau. Und das habe ich alles dann auch da neu aufgenommen und registriert.
Jetzt kannst du natürlich mit einem Griff anhand von Nummern kannst du führen, was du tust. Es ist etwa mal, wenn so etwas zusammengeführt werden muss, dann ist die Liebe zu der Heimat geht sehr oft von der Arztgemeinde aus, gell? Ja, also die Arztgemeinde hat halt die ältesten Dokumente, oder ist schon die älteste natürlich von all denen, viel, viel früher gesehen als politisch, man hat es ja gar nicht gegeben, bis 1803 erst. Genau, ja. Das Wappen übrigens auch nicht. Gell? Das Wappen, das wilde Männchen. Rechts mit der Kühle, links mit dem Tändchen, wo es zeigt, Grabs hat einen Haufen Wald. Das gibt es erst seit der Jahrhundertwende. Gell? Ja, nein. Erst 1930 ja. Ist die Landung. Ja, eben. Ja, genau. Ja, du, hat der Bundesrat verlangt, dass jede Gemeinde ein eigenes Wappen hat. Ja, genau. Und da habe ich einen Haufen Dokumente, also Protokollding rausgeschrieben und es ist noch gerade lang gegangen, bis sie sich da geeinigt haben. Wappenkommission hat es gegeben. Ja. Und dann sind mit dem Kanton zusammen natürlich, dort mit Spezialisten müssen. Bis sie dann das hatten. Ich weiss es auch nicht genau. Ich weiss nur, ich glaube, in der vierten Klasse, im 64, hätten wir einen Söller Flossang singen. Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass alle 25 Jahre eine wäre, wäre es schon sehr bummi, wie du gesagt hast, gell? Die Lande dort. Ja. Und eben, dass das Wildmannli das heute auch ein bisschen vermitteln. Also sind eben die wilden Gesellen dann im Wald drin gewesen, oder? Und der Wald vermittelt ja, dass Grabs einen Haufen Wald hat. Also, ja, man tut es ewig auslegen. Es ist eben viel älter natürlich. Das war ja im Schloss draussen mal, an dieser Wappen dort. Ein Schlossbesitzer, ein ehemaliger, ein Schläpfer, hat dann das der Ortsgemeinde geschenkt. Oder politisch, das weiss ich nur, falls es ist nachher nie mehr war. Glas, die Glasscheibe. Ist noch interessant, gell, wenn man das so verfolgt. Ja. Grabs, vielleicht für die, die es nicht kennen, muss man vielleicht mal sagen. Der Ochsensand kennt ihr vielleicht. Das ist ja dort bei der Barriere, dort, wenn man dann eben von Buchs nach Hagen fährt. Ochsensand, der tiefste Punkt, der höchste ist dann der Gemsler. Grabs übrigens im Werdenberg natürlich flächenmässig die grösste Gemeinde, mit glaube ich, etwa 54 Quadratkilometern. Das ist etwa ein Drittel von Liechtenstein. Und Grabs natürlich, gell, die eben auf dem Weg zu einer Stadt mit fast 7000 Einwohnern. Ja, langsam, oder? Ja, wenn es noch lang wächst, ja. Auf jeden Fall mehr als dreimal grösser als Buchs ist. Man, Buchs hat 15 Quadratkilometer. Ja. Und eben, was denkst du so? Also, du bist ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Also, ich habe immer das Gefühl, Grabs wird noch eine Stadt. He? Ja, ich glaube. Ja, wenn sie vielleicht mal, da weiß ich nicht, wenn die Fusionitis weitergeht, dann sie vielleicht mit Buchs mal. Oder? Ja, meinst du? Ich glaube nicht, dass Grabs mal allein wirklich eine Stadt Grabs wird. Aha. Ja, kann ja sein, weißt du. Ja, aber fusionieren mit Buchs gibt es ja nie. Grabs bleibt Grabs. Ja, die Zeiten ändern sich. Zeveler hätten wir auch schon will. Oder? Ja, genau. Das wird dann irgendwie nicht klappen. Jetzt haben wir eben die Stiftung Ortsarchiv und jetzt du bist viel da unten, gell? Ja, ich bin ja noch viel da, ja. Bestimmt, und du hast dann noch ein bisschen, weißt du jetzt einen Haufen von dem, was da ist, oder bist du auch selber noch ein bisschen gewundert und schaust dann an, oder wie sieht denn die Arbeit da unten aus? Also ich weiss schon, was da ist, aber es gibt halt laufend Sachen, wo man noch wieder ein bisschen muss präzisieren. Und viel habe ich ja natürlich da hinten über 300 Seiten Abschriften. Im Computer hin? Ja, wo ich dann abschreibe, weißt du? Ja. Dann weiss ich, was dort hinsteht. Es ist schon der Gewinner und das Interesse ist vor allem, musst du haben. Sonst nur mal jetzt einbiegen und nummeriert, ist es geschwind mal. Ja. Aber ein bisschen wirklich tieferen Einblick haben. Oder dann noch nicht auch schon 3000 Dia, die gekommen sind, vom Dreska-Sensor. Aha. Und vom Hans Eckenberger. Ja. Der spannende Hans, gell, meinst du? Ja, genau. Und dann habe ich die mal müssen verlesen, alle. Und dann nicht schon um die 1000 herum habe ich eins gekannt. Und dann die eben noch richtig abgelegt, die Spezialschachteln. Und, ja, und dass die Originale auch noch herum sind. Ja. Und die anderen sind einfach da, ein bisschen verlesen. Aber es hat so viel gleichliche oder ähnliche, wo du nicht alle Maschinen kennen musst.
Aber gerade im Werderberg ist jetzt das, das Archiv da etwas Spezielles. Ja, also auch in dem. Ja. Ja. Eben darum meine ich, Krebs hat schon gewisse Vorreiterrollen, oder? Also, nicht zuletzt gehört ja Werderberg dazu, oder? Also, ja, also habe ich eben auch, weißt, Mühle und genau. So. Ist auch da jetzt ein Haufen Urkunden und viele Bücher aus Haus vom Werderberg, vom Städtli. Und weißt du, wie fest kann man dem allem glauben? Weißt du, bei 1400 Jahren hat es ja geheißen, ich glaube, im Jahr 614 sei dann da der Gallus verfolgt von einem Schwabenherzog oder so irgendetwas. Sie sind hier nach Kirchen angetroffen und schwupp, hat man dann gesagt, gut, jetzt feiert man 1400 Jahre vier Grabs einmal. Also, weißt du, wie kann man der eine Angabe glauben? Ja, da ist, also ich nehme zusammen, hat dann einfach einmal das so ein Fisch gelegt. Sonst ist ja klar, wenn du schon eine Kirche war, dann war es ja viel, viel älter schon, gewesen, das Dörfli. Aber das ist doch bei vielen so. Bei denen. Man weiss es beim Städtli auch nicht gründig genau aufs Jahr. Eben, gell? Nein. Aber das ist schon interessant, gell? Also, hättest du in deinen Jugendjahren gedacht, dass du mal so etwas noch machen würdest? Bist du auch ein bisschen interessiert also, gewesen? Wir haben schon, also der Vater vor allem, hat auch einem viele so altes Zeug erzählt und Interesse hatte ich schon gehabt, ja. Aber natürlich nie so in diesem Ausmaß. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Deshalb bin ich dann schon erst recht durch die Ortsmei, durch die Bärenbett reingekommen. Du bist ein richtiger Pensionist, wie es üblich ist, im Unruhezustand, gell? Ja, kann man sagen, ja. Hast du jetzt noch fast mehr zu tun, als früher? Ja, halb viel schöner. Jetzt kannst du es einteilen. Aha, ja. Du, jetzt schauen wir gleich mal in den Computer, da, wenn wir mal dürfen. Ja. Kannst du mal ein bisschen aufschalten? Warte, jetzt muss ich mal einen Stellungswechsel machen. Da. Ah, ich da schon, ja. Ja, ich habe da einen Rollstuhl, also hoppla. Ja, ja. Und das ist jetzt gründig, gell? Das war gründig. Das war der Rudi. Ja, ja. Und der Dieb, weiss nicht, Penster, weisst du, der Chorreit Dieb, sagt man. Ah, nein, da sagt man es nicht. Der Sturzi kenne ich natürlich, gell? Und der Burkhard Spitz ist leider schon gestorben. Jawohl, ja, ja. Und eben der Hans. Dann, da ist die Konstituierung eben gewesen. Da war es so, eben der Diebes gewesen dort, gell? Ja, 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 genau. Das Domizil ist da. Jawohl, Spurgasse hast du gesagt? Spurgasse 7, ja. Spurgasse tut man immer, ich weiss es. Früher also haben sie auch Spurgasse geschrieben. Ja. Ja, ich habe auch immer gemeint, das sei selbst, ja. Ja. Ja, ja. Und jetzt haben wir den Niki auch schon einverleibt. Jetzt ist er der Präsident. Jetzt ist er Präsident, ja. Ja, ja, ja. Also du hast jetzt bewusst nur wollen, Präsident sein. Nein. Ja. Warum denn nicht? Ja, weißt du, beides habe ich nicht will. Ja, ja, ja. Und dann, das sind eben die Stifter, sind die hier. Jawohl. Politisch Mai und Ortsmai. Jawohl. Genau. Haben zusammen die Stiftung gegründet. Und dann ist die Stifter da. Da kommt jetzt dann da so. Zweck der Stiftung siehst. Jawohl. Genau, die Aufarbeitung, Aufbewahrung, Urkunden, Bücher, Dokumente, Fotos und Akten, gell? Ja. Ja. Aber hast du einen Haufen zusammensuchen müssen? Ja, noch nicht, nein. Nicht? Also das hast du jetzt vom Spannen Hans, das Zeug, hast du noch? Ja, die haben das alles gebracht. Herrgott, ja. Nein, ich habe noch nicht. Und gell, die haben zwei sind natürlich viel rumgelaufen, haben viel gefüttert. Übrigens, der Bruno Gann, ein guter Kollege von mir, verstorben, hat auch Film gemacht. Also, es hat schon viele engagierte Leute in dem Grabs, gell? Ja, die haben früher schon mal haben sie dann diesen Film gemacht und dann in Mühlisalien gezeigt. Genau. Belauschte Berge und Wälder. Genau. Und diese Filme sind, glaube ich, eben, die habe ich ein bisschen gesucht, aber die sind scheinbar nie mehr. Aha, ja. Gell, Engagement bringt jemand mal Diskussionen mit sich. Das heisst, mit anderen Worten, wenn jemand engagiert ist, wird er etwas zu sagen haben. Du hast zwischen diesen verschiedenen Fronten hast du immer gut können vermitteln können. Wir sagen jetzt keinen Namen, aber wir wissen, gell, es gibt natürlich auch. Wir wissen es, oder? Wohl, es ist so. Ist aber nicht immer einfach gewesen, gell? Ja, nein, soll es ja auch nicht.
Vermögen, das ist auch öffentlich. Von der Stiftung, die man sie gegründet hat. 30'000, hä? Das hat dort Mai. Jawohl. Und das hier ist die Bürgerkorporation, hat auch 30 gehabt, in der Kasse noch. Jawohl. Und die Steuerer 50, oder? Jawohl. Und da ist halt in die Stiftung reingekommen. Mit den Unternehmen zusammen 125'000, ja. Und du denkst mit einem Monatsgehalt von 6'000, hä? Von 50'000. Nein, weißt du, ist das alles einfach Arbeit aus Engagement? Also ich darf, wenn ich hier und da ein paar Stunden aufschreibe, hauptsächlich ist natürlich freiwillig. Bist du jetzt allein, der hier freiwillig mitarbeitet, oder hat es andere auch noch? Also, ich bin jetzt allein. Wir haben zuerst noch der George Schuller dabei gewesen. Er hat noch lange mitgearbeitet, jetzt wird er eben rum. Ja. Und jetzt bin ich allein suchen nach Nachfolger. Warum? Ja, all suche ich. Weißt du, ich muss dann mal hören. Ja, aber du bist ja jetzt gesundheitlich. Hast du mal einen Rückschlag gehabt mit dem Rücken und so, aber jetzt bist du wieder super zu wegen. Ja, oder? Jetzt geht's schon. Weißt du, ja, Tante, du hast über 100 gesehen. Also, ja, ich auch. Eben. Ja, nicht über 100, aber über 90. Eben, ja, dann kannst du das noch lange machen. Dann bist du fast in einem jugendlichen Alter. Ja. Nein, ist ja. Ja, man macht es ja gern, aber eben, das muss man dann schon wissen, was dann mal. Und dann sollte jemand schon rum sein, wo dann da ein bisschen drüber sieht und drin sieht. Ja, Freude hat. Eben, und Freude hat, ja. Du, wie sind denn so, hast du bei deiner Recherche, hast du ein bisschen Lieblingsthema gehabt? Hast du Sachen jetzt hier zur Kenntnis bekommen, und selber überrascht gewesen bist? Wo dich gefreut haben, so, gibt es spezielle Sachen? So ein bisschen. Was hast du so aufgeschaltet? Ja, willst du da noch mal länger, oder? Ja, sehen. Jesus, noch mal. Das ist ja wahnsinnig. Also hast du über jedes... Oh, jetzt aber du. Ha? Das ist jetzt alles so sortiert? Ja. Da kannst du jetzt irgendetwas so... Du hast wie ein Register da, gell? Ja. Mehrere. Ich schaue jetzt hier. Die sind alle so eingeordnet. Aha. Weißt du, das muss ich ja haben. Das ist zum Beispiel da. Da hast du alles gemacht, also. Ja, aber jetzt einmal eine saudumme Frage. Also, gut, du bist jetzt schon 65 gewesen, du bist Säger gewesen, Ortspräsident, Schulausarbeit, aber du bist doch Gott vergessen, fit. Du hast den Nase eingekriegt. Ja, halt einfach geübt und gelernt und gefragt. Aha. Hat er den Sohn, der Christian? Ja. Ha? Er hat natürlich schon. Er hilft allen, wenn ich nicht weiter weiß. Eben, dann hast du das alles so aufgenommen. Aber das kommt nicht automatisch ins Wörtchen. Da hast du einen Haufen, dann müssen abtippen und machen. Ja, denke tagelang. Da ist dir natürlich deine Genauigkeit schon entgegengekommen, oder? Ja, einfach die Freude daran, dass du nachher das Zeug wieder findest. Das ist einfach. Weißt du, wenn du jetzt einfach ein paar Bücher kriegst, dann musst du ja mal nie und dann musst du das sagen. Das sind alte Bücher, gell? Ja, genau. Die sind von der Ortsmeier. Jawohl. Dann musst du es eintragen, registrieren, dann kannst du da nachher auch sagen, aha, da hin ist es, und dann nimmst du es dorthin, geht raus. Oder? Aha. Also da findest du es gerade hier. Ja. Zum Beispiel das Nummer, geh gerade mal, das Kron noch mal schnell an, da ist das Nummer 6. Warte mal schnell, ein bisschen rein mal, ein bisschen. Jetzt findest du das, die Nummer 9. 1825. Ja, komm, so wollen wir es mal sehen. Die sind außen so angeschrieben, alle. Und jetzt findest du die? Ah ja. Ja, kann dir mal anlaufen. Bücher sind am einfachsten. Bücher sind am einfachsten. Ja, ich laufe dir mal schnell an. Komm, dann muss ich mal schnell das Buch holen. Ja, dann musst du aber noch schauen, da. Aha. Weißt du, wenn du jetzt. Weil es willst, ja, schau. Ja, das ist gleich. Du sagst mir eins und dann holst du es. Oder noch interessanter: Bücher sind wirklich einfach. Ja, das kannst du dann, siehst dann dort. Aber wenn du jetzt hier nimmst, zum Beispiel. Da ist jetzt alles von der Kirchenarchiv. Jawohl. Und dann da ist. Warte jetzt noch. Urkunde von der Ortsgemeinde vor 1800.
Ho. Dann fängt es hier an. Jawohl. Und die kein Datum haben, die alten Urkunden, jawohl, gibt ein paar. Die haben einfach den Nuller hier. Jawohl. Oh, was hast du? Oh, Null. Oh, heisst, steht für Arztgemeinde. 3 mal 0 und 100 und dann 1. 001. Und dann geht es da bis jetzt 20 und dann kommen die Jahrzahlen. Aha, ja. Und die kannst du aber alle so. Die haben so eine Regeste, sagen sie dem. Wie sagst du? Regeste. Aha. Zusammenzug, was da drin steht. Ganz kurz, oder? Hans Fittler gerankt Filigalt. Ja. Das ist eine der ältesten da, 1477. Ja. Es hat noch 1419. Und da, 1477 sind komischerweise 6 Urkunden aus dem gleichen Jahr. Und dann wieder 50 Jahre geheim. Hans von Griffensee. Hei, der Fahne mal. Rotschmann. Aber es sind ja. Weißt du, wie glaubst du? Siehst du einen Streit um die Nutzung der Allmendpilz? Ja, wo ist das dort dran? Da. Ah, dort, ja, genau. Ja, genau, jetzt. Ist der Jungs. Genau. Ja, ich habe noch Musik gefunden, wo du dran bist. Und dann haben sie eben. Ja, da sind sie dann auf Feldkirchtori. Ja. Vor einem Richter. Jawohl. Und dann haben sie natürlich, wenn es dann so weit gegangen ist, wie jetzt da, dann hat es einen Prozess gegeben und dann haben sie Richter gebraucht und haben. Zeugen gebraucht. Die sind zum Beispiel zweimal eine ganze Horde der Werdenberger dort auf Feldkirchtori. Und dann haben sie, dort sind sie dann nicht einig geworden. Und das sind dann die Zeugen gewesen. Die sind dann da im. Weißt du, die siehst dann erst nach im Dokument hinten. Ja. In der Abschrift. Ja. Schau, es dort, nein, was steht denn dort? Ulrich Kaiser. Ja. Das ist richtig geschrieben, so, Ulrich. Ja, hier haben sie es so geschrieben, ja, auf alle Arten. Und das ist von Gamski, also du hast ja Kaiser. Ja. Da warst du ja noch ein neutraler Zeuge dann gewesen. Ja, aber der, also Herrgott, nochmal, also, aber der ist ja schon gleich noch, also der ist ja hochkompliziert. Hast du da noch fast müssen Geschichte studieren? Nein, einfach. Ja, aber. Viel gelesen, ja. Um Gottes Willen nochmal. Darum ist die Frau jetzt heute auch wieder allein spazieren. Ja, natürlich. Jetzt verstehe ich das alles. Ein riesiges Engagement. Ja. Ja, dann ist ja klar. Und wenn du da. Kannst du nicht schon mal in der Nacht nicht schlafen und denkst, jetzt muss ich dem noch nachgehen? Nein. Sagt nicht. He? Aber ich tue viel am Abend. Weil es dann schon alles ruhig ist. Ja. Da habe ich viel dieser Zeug lesen und abschreiben. Und übrigens. Dann kannst du es dann daheim auch machen? Dann musst du ich habe daheim alles so. Eben. Du musst nicht alle hier hinhocken. Nein. Eben, ja. Nein, selbst verliebt nicht. Nein, eben. Das habe ich bitte immer noch das Gefühl gehabt. Ja. Hoi, was ist das da? Ah, das ist ein. Da hast du wieder. Ja, die Bilder, was ist das Bier? Das war 1951, also Lawine im Inkernast, weißt du, gerade oben Fahrrad. Genau. Da ist da ein Baum mit einer Lawine nachher, durchs Hütchen durch und da wieder raus. Und die Bilder haben wir auch alle eingescannert? Ja. Die haben auch alle aufbereitet? Oder mal ein Grossteil? Ja, ein grosser Teil. Ja. Warte, zeigt es. Du bist hier Windows 10 unterwegs, also du bist hier Maschine, muss ich schon sagen. Ja, da. Du, jetzt hast du natürlich ein Problem, wenn die Leute das sehen, hast du auf einmal andere Anfragen. Ja, ich habe jetzt schon ziemlich. Eben. Derjenige, die interessiert sind. Ja. Kann man denn da, also wenn jetzt etwas, wenn jemand Interesse hat, dann kann man bei dir auch nachfragen. Also ist das da geschützt und gehütet? Oder könnte man nein, haben wir eigentlich. So ein Wille, dass die Leute schauen können. Schau, jetzt sind wir bei den Bildern. Wir gehen jetzt einfach nicht raus, weißt du? Ja, genau, natürlich. Ja, da sind jetzt alte Bilder. Ah, genau. Und da sind jetzt die vom Kubli, hast du sicher auch schon gesehen. Ja, genau. Die haben ich auch eins gekannt. Ja. Hat es auch noch nicht fertig. Also vom Namensvetter Kubli, oder? Ist denn, weißt du, mir war nie so richtig klar, gewesen, oder der war der Kubli der Drogist, oder? Selb war ein Bruder, Bruder von dem Drogist. Ja. Der Drogist hat Fotos gesammelt. Eben, der hat ja dann noch Marken gesammelt und Fotos gesammelt, gell? Mhm. Und ist bis in so einem Alter fit geblieben. Da bist du, ja. Ja.
Ja, er hat viele Sachen. Dort war Sophie, die war schon heute mal allein gewesen, wenn er etwas gesammelt und gemacht hat, seine Frau. Ja. Dann haben wir, und dann eben vom Spann Hans natürlich auch, gell, mit dem, der war übrigens auch ein Säger gewesen, natürlich ein Mobiler im Vergleich zu dir, gell? Der Spann Hans dann, ja. Und das sind jetzt Bilder, Dokumente, ja? Das sind Dokumente, bitte schön. Was hast du da, der Albert Bicker, heule? Ja, diese Sammlung, der hat ja auch einen unglaublichen Haufen Ware gesammelt. Genau, ich bin ja von den falschen Bicker, gell? Mein Grossvater war noch ein Kreisstiegfachlehrer, oder? Aber ja, der, glaube ich, schon. Ich glaube, ich war auch Sticker dort. Ja. Und der ist ja bei der SBB. Das ist der, genau. Der Albi. Ja. Und gell, ein Vorgänger von dir war auch mein Onkel, gewesen, der Bartli Picker, war Ortspräsident. Gell? Der Bartli, ja. Ja, ich war noch bei ihm. Eben, gell? Ja. Und jetzt meinst du, also wenn jetzt du da so ein Dokument oder ein Buch suchst oder so ein Bild, dann findest du das einfach. Ja, also, ja sicher. Wasserversorgung ist gesehen jetzt da gerade. Natürlich. Die alte Wasserversorgung ist das ganze Archiv von hier. Ja. Und deshalb habe ich auch die alte so frisch aufgenommen und registriert. Also wenn jetzt jemand Interesse hat, so etwas, dann kann man mit dir abmachen. Habe ich richtig verstanden? Also, ja. Ihr geht einfach nichts raus, aber man könnte es hier unten quasi dann studieren, oder? Ja, und fotografieren. Ah, so, deshalb kann man dann, ja. Ja, das ist aber natürlich schon ein riesiger Fundus. Du, jetzt würde es mich einmal interessieren, ob du das so wirklich findest, meine Blöffe, hast du jetzt? Findest du sofort. Ja, jetzt zeigt er dir. Jetzt zeigt er es jetzt. Da Ortskirche, genau. Schulgemeinde. Jetzt haben wir da gesagt, nehmen wir da. Jetzt kommen wir da irgendeins raus rein. Dann. Genau. Aha. Jetzt kommen wir einfach ganz nächst, wo kommt. O16551. Warte mal schnell. Ja, genau. Jetzt kommen wir das. Und da gehen wir jetzt holen. Ja. Ich probiere mal nachzulaufen. Ja. 16,55. Opa, der Schlag. Ach, stopp. Ui. Der Sender mitgenommen. Wir müssen da live auf dem Max bleiben. Der Dings dort. Ja, jetzt 16,55. Ich laufe einfach mal nach. Auch wenn es ein bisschen gewackelt und tut. Aber da muss man jetzt wirklich wissen, ob das gerade so geht. So, jetzt. Ja, jetzt aber du. Also, die sind jetzt da hinten, 15 bis, müsste da hinten sein. Aha. Nein, 16,55. Ist noch nicht dort. Da auch nicht. Habe ich den Becher. Da. Jetzt aber. Ha. Und jetzt? Jetzt kannst du das hier. Da ist jetzt nicht nur Sepp drin. Jawohl. Das sind dann die drei, die dort aufgeführt sind. Um Gottes Willen. Kannst du das lesen? Nein. Also, zum Teil schon, aber nicht jetzt. Aber der war ja nicht immer Haras hinten, oder? Wohl eben die war. Aber der ist ja verschamt aufbereitet, hä? Ja, die sind erhalten, wenn du denkst, weißt du? 600 Jahre fast. Ja. Da ist 1657 eins. Ja, ich sehe schon, du hast das voll im Griff. Was ist das da? Und dann da ist das Altbüchli. Also, weißt du, wie alt ist es das jetzt schon? Ich muss jetzt gerade schauen. 1690. Gott, wieder. Da hat es uns zwei noch nicht gegeben. Nein. Und das ist alles aus diesen Haarreisen rausgekommen? Ja, einfach überall rum. Überall rum. Und da ist 1658 Jahre. Ja. Und da ist jetzt zum Beispiel eben eins, das abgeschrieben ist. Teil habe ich und Teil hat der Köbi Eckenberger. Und dort hat natürlich der Hans Stricker. Also der Köbi? Der Köbi? Ja, der, wo wir jetzt geredet haben von ihm. Da. Jawohl. Der Sepp, der Grundbücher, der Sepp. Nein. Ah, du meinst, nein, weißt du, der Köbi.
Sepp-Professor. Ah, der Sepp-Professor? Ja. Also von der Margrit der Mann, der dort ganz ein Gemüse aus der Heist. Der Sepp, ja. Ja, genau. Er hat auch abgeschrieben. Er hat mehrere abgeschrieben, ja. Ah, jetzt meint er der Grundbücher, weißt du? Ja. Nein, er hat okay. Weniger. Er hat, glaube ich, nicht so noch geforscht. Jawohl, ja. Dann hast du gleich natürlich Unterstützung noch gehabt, gell? Von Geschichtsprofessoren. Ja. Und da, das ist jetzt eben das Kirchenarchiv. Jawohl. Haben wir seit einem Jahr, ungefähr einem Jahr. Ja. Das war ja drei Orte gelagert. In der Bank gehen die Ältesten und dann in zwei Pfarrhäusern und im Büro. Und jetzt haben wir alle da und dann habe ich alle neu angeschrieben, nummeriert und eingenommen in den Computer, registriert. Ja. Okay. Da kannst du jetzt all die Doofbücher und das Zeug kannst du dann gleich führen. Wahnsinnig, ja. Schade ist einfach, dass im Jahr 1705 ist eben das Rathaus, das Pfarrhaus abgebrannt. Ja, genau. Und, und dann haben sie erst 1733 wieder angefangen, jawohl, Bücher führen. Ich weiss aber nicht, warum, weiss man. Ja, hervorragend. Ja gut, man könnte hier natürlich noch ewig filmen, weißt du, wenn es einmal ein bisschen schönes Wetter ist. Meinst du, man könnte jetzt auch mal schnell irgendwie schon dann, weißt du, mit einer Geschichte, die uns auffällt, mit dir auf den Weg gehen und an Ort und Stelle vielleicht einmal so. Hörst du uns ein bisschen zeigen von Grabs? Ja. Du bist ja. Ich habe mir gerade einmal, wo du da nach deinem Telefon habe ich gedacht, wenn wir jetzt einmal am Berg gehen. Genau. Dort Franzosenloch und dort sind dann kommt das Loch und dort oben ist ja ein Mord passiert. Genau. Weißt du, dort kann man genau zeigen, was passiert ist. Ja. Oder dann beim Rockhalmachi und. Dort hat man auch Urkunden von der Gründung. Ja. Mehr seine. Genau. Oder ja, den Grabser. Grabserberg, wo es ewig gerutscht ist in den 1880er Jahren. Also wo gerutscht, wer weiss ich gar nicht. Ja, dort, wo das alte Schulhaus war. Ja. Dort, ein ganzes Gebiet, ist da massiv weggerutscht. Hoi, dann ist der Thies-Isler dort noch ein Rutschgebiet daheim. Nein, er ist schon weiterhin. Weiterhin schon, weiter vorne, ja. Das wäre doch interessant. Das machen wir, wenn das Wetter wieder ein bisschen... Dann müsste es ein bisschen schwer sein. Genau, das machen wir. Du, eben wie gesagt, du verbringst wahnsinnig viel Zeit da unten. Man merkt, das ist für dich eine Genugtuung. Also, du bist da richtig Fan und du verstehst schon wahnsinnig viel. Was wäre jetzt also dein grösster Wunsch bezüglich von diesem Archiv? Ja, also eindeutig, dass es nachher, dass wir jetzt schwer finden, wo... Ich schaue ja hier auch mit dem Niki zusammen. Jawohl. Weißt du, als er vielleicht dort schon von der Meiden weiss. Oder einfach dort schon, wo das ein bisschen weiter betreut. Sonst verschläft es dann wieder. Und, ja. Und wenn man nichts macht und nichts sagt, dann weiss man auch nichts. Ja. Also vielen von dir, vielen Dank, dass wir mit dir so reden können. Ich muss einfach sagen, wir haben telefoniert, wir haben spontan abgemacht, du hast gar nicht gewusst, dass wir hier filmen. Es ist jetzt einfach eins zu eins so passiert. Und mein Wunsch wäre schon, also bevor wir dann den Nachfolger hat, würde ich schon mit dir dort an Ort und Stelle, sei es im Rockhalm oder dort im Franzosenloch, dort, also würde man es schon mit dir machen. Selbst kommen wir schon, wenn wir... Wenn man lebt und gesund ist. Ja, gut, selbst schaffen wir. Wir machen es das Jahr, sobald es wieder schönes Wetter wird. He? Ja, im Frühling gesund. Genau. Ja. Super, danke vielmals, Debes. Ja, gern, gut. Ja, der Debes, wie er lebt und lebt. Lange Jahre Ortspräsident und jetzt eben der Archivar für das Ortsarchiv in Grabs. Das ist jetzt Kirchgemeinde, aber es gibt einen Haufen andere Aspekte hier. Und das Gute ist, der Debes ist hilfsbereit und natürlich gibt es ein Register, wo man das alles auch findet. Es ist interessant, der Nachlass Albert Bicker, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Dann geht es Wasserversorgung, was ist da alles passiert? Ein Haufen Dia, wo eben alles illustriert ist. Über das Elektrizitätswerk, Lukashaus etc. und so weiter. Sehe Kurhaus Vorarlb und natürlich alte Protokolle von den Sitzungen vom Gemeinderat. Das dürfte interessant sein, von über 1800 und so weiter. Und der Debes, wenn er auch drüllt und dreht, dann weiß er auch, wo suchen und er ist behilflich. Man kann dort hergehen, man kriegt diese und jene Informationen über, man kann etwas anschauen, lesen und eben auch füttern.
Und das ist dann eben die Erbe vom Debes, die noch auf ihn wartet. Die hier noch, ich kenne und wo ist ein Haufen anderes auch noch. Wir, auf jeden Fall, wir bleiben dran. Wir gehen mit dem Debes dann noch auf Weg im Sommer und machen dies und jenes, sei es beim Franzosenloch oder dort eben beim Rockalm oben.